Kuckuck, da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack zockt The Legend of Zelda Link to the Past. So, und wir haben in der letzten Folge ein grundsätzliches Problem. Ich wollte in den Schildkrötenpalast und hatte keine Mana mehr. So. Und genau aus diesem Grund versuchen wir uns jetzt irgendwo hier Mana zu holen. Ich habe mal nachgeforscht im Internet. Im Internet! Da! Lass mich Ruhe, hopp! Ich weiß nicht, ob... irgendwo soll es... Nee. Eine Flasche, was geben, wo ich meine Flasche auffüllen kann damit. Ja. Bei irgendeinem Wasserfall habe ich gelesen. Los, aus welcher Phase Wasserfall ist das? Wir gucken mal auf die Karte. Ja, Wasserfall da hinten. So viele gibt es ja hier nicht. Es gibt ja nur hier oben die Wasserfälle. Oder gibt es woanders auch noch welche? Nee, hier nicht. Na, Wim. Wim. Du kommst hier nicht runter, weil du bist zu doof dafür. Ja, okay. Ansonsten versuche ich mir das dann mal einfach zu machen. Oh, hier ist der letzte Wasserfall, oder? Oder gibt es noch mehr? Ja. Gibt es da oben? Dann müssen wir wieder vor hier. Was ist denn? Warte. Was? Hier machen wir Flete. Geht nicht. Verdammt. Geht nicht im Wasser. Der kann im Wasser nicht flöten. Verdammte Scheiße. Dann müssen wir hier hoch. Ach, beweg dich doch mal, oh Pfeife. Gab's hier irgendwo eine Treppen, wo ich raus kann? Ob sie irgendwo eine Treppen? Da gibt's eine Treppen. Da würde ich die Treppen mal hochgehen und da den Blinz da fertig machen. Ja. Ah! Mein. Jo, dankeschön. Ich muss bloß gucken, wie ich hier runterkomme. Oben lang. Komme ich hier oben lang? Ach, verdammt. Muss hier unten lang, klar. Natürlich. Okay, alles klar. Oder warte mal. Hexerei. Okay. Hier bekam ich nicht zufällig was, oder? Ein bisschen Mana. Ja. Ja, ja. Na mach. Jo. Wir nehmen aber noch mal sowas mit hier. Ist vielleicht besser als eine Fee. Also, damit kannst du deine Lebensenergie auffrischen. So. Ist vielleicht sogar besser als eine Fee. Weil die Fee, die muss ich ja einsammeln und die macht auch nicht alles voll. So. Dann würde ich das hier glatt mal speichern. Zack, zack. Zack, zack, Pizzen ab. So. Wir wollen jetzt, wo wollen wir hin? Wir wollen wieder auf den Berg dort oben. Und müssen wir hin? In der Lichtwelt. Ja. Genau. Dann würden wir das Fegelsche rufen. Das Fegelsche rufen. Dann gehen wir mit dem Fegelsche mal da hoch. Oh, Scheiße. Das ist... Warte mal, wir gehen hier wieder bei der 1 hin. Oh.
Wo ist eigentlich mein Funkelfunkel? Ja. Wir hatten doch hier das Ding, das man schützen kann hier. Was ist damit? Schützt uns das hier? Vor allem, wenn wir in die falsche Richtung. Bin ich total bescheuert. Jetzt gebe ich wieder das ganze Mana aus. Ehrlich, scheiße. Ja, nee. Dann müssen wir so da durch. Ja. Nee. Das Ding. Verdammt. Ich habe gehofft, wir könnten uns das einfach machen. Ja, komm hier oben hin. Ja. Also wisst ihr, an den Dingern kommt man einfach nicht vorbei. Ja, hier unten. Ja, können wir nicht dort hochgehen und in der Lichtwelt erst umschwenken? Wir gehen mal zurück in die Schattenwelt. Weil in einer Lichtwelt, da geht es ja nur darum, dass die Brücke da ist. Weil hier kommen ja keine solche hässlichen Felsen runter. Wir uns hier den letzten Nervraum. Hoch da. Ja, hier oben müssen wir hin, genau. So, dann gehen wir hier hin und hier benutzen wir den Spiegel. Guck mal da. Ja. Und gehen wir hinüber. Zack. Du stinkst mich nicht mehr an, du Blödmann. So, aua. So. Mit voller Mana. Ui. Ja, ich würde das aber erstmal speichern hier an der Stelle. Dann machen wir Safe Game Position Slot 2. Ja, 2. Nein, was denn du? Ja, das was ich drücke, ich weiß. Jawoll, du blöde Sau. Ja. Jo. Ui, 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 ui. Wir brauchen wir wieder den Hammer. Zack. Mach's tot, bevor es Eier legt. Jo. So ein Spektakel können wir nicht gebrauchen. Ja, nun komm hoch. Jetzt sind bald mal tot. Bitte. Jetzt. Jo. Warte mal. Wir überlassen hier nichts mehr dem Zufall. Kann ich, dann kann sonst nicht mehr. So. So, wie kommen wir jetzt hoch? Alter. Hier hoch. Hier lang. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. So. Du lässt mich in Ruhe. Ich muss nur hier hoch. Ich will nirgendwo anders hin. Ey, hopp du. Ja. So. Da sind wir doch eigentlich relativ unbeschadet jetzt hier hochgekommen, oder? Noch. Ich bin noch nie oben. So. Okay. Dann sind wir eigentlich so gut wie bereit. Welcher war der erste? Welcher war der erste? Ja, dann der.
Natürlich wieder die richtige Kombination wieder zum Schluss. Wie immer. Ja, okay. Na, haut drauf. So. So, genau. Und jetzt, das hier brauchen wir. Oh, guck mal da unten. Nö. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier runter? Ganz einfach. Runterhüpfen. So, hier noch was. Das sind solche, die... Nee. Noch was drunter, was wir gebrauchen können. Ja, keine Ahnung. So, dann geht es ab jetzt ja, direkt in den Schildkrötenpalast. Der letzte von diesen 7 Palästen, den wir noch machen müssen. Ja, was danach auf uns wartet dann, der große Endgegner, weiß ich nicht, aber das werden sie schon irgendwie hinkriegen. Bis jetzt haben wir ja alles irgendwie hingekriegt. Ja. So, das und do. So, rein da. Zack, verfügst du über das Zauberelixier? Falls nicht, solltest du nicht weitergehen. Was? Zauberelixier. Was ist das denn? Ich kündige jetzt noch so großartig an und jetzt ist hier. Lebenselixier. Ach hier, mal. Ja. So. Ist die Frage. Hä? Und nun? Moment. Was haben wir gleich? Zunächst solltest du genügend Magie-Elixier bei dir hast. Das Labyrinth ist lang. Der Gegner hat es in sich. Du wirst oft deine magischen Fähigkeiten brauchen. Am besten du füllst eine Flasche mit blauem Elixier. Blaumi, das ist aber grün. Und 2 Flaschen mit dem grünen Elixier. Damit du den Tempel gut überstehst. Schnell wirst du vorne den Abgrund bemerken. Benutze. Ach so. Na klar. Wir lassen das jetzt mal drauf ankommen mit dem wegen der Mana. Sonst muss ich wieder raus. Oder? Wartet mal. Ei. Oh, weia. Der Maria starb, ja. Ach so. Alles klar. Okay. Deswegen also. Ja, mal gucken.
Hey, was haben wir? Kompass. Alles klar. Oh, raus hier. Na, 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 na. Aber er wollte mich verklapsen. Jetzt weiß, warte mal. Wir machen doch mal Folgendes. Gehen noch mal raus. Wir machen das jetzt mal. So. Wir machen mal Folgendes. Dorfplatz. Flaschenhändler. Begebt euch zu. Also, ihr stimmt nach Norden. Ihr werdet ihr werdet einen bei seinem Zeit im Zelt liegenden Einwohner finden. Wollen wir jetzt wirklich nochmal zurück? Alter, nö, nö. Oh, das ist eine schlechte Entscheidung. Geht im Dorf der Diebe in östliche Richtung, um zur verfallenen Schmiede zu. Ach so, ja, das ist wieder drüben in der anderen Welt. Wir müssen erstmal hier Flaschen einkaufen. Ach, verdammte Scheiße. Hau ab. Hau ab, du. Och, Leute, was? Nee. Das geht doch einfach. Spiegel bereithalten. Hier unten ist doch so eine Pippi, die mich aufhübscht. Ja. Ich sag doch mal, wir gehen jetzt in den Palast und was ist, alte Scheiße ist. Verdammt nochmal. Ja. Dann haben wir. Ja. Kann losgehen. So, wo wollen wir hin? Wir schalten schon mal das Ding hier ein. Wir wollen. Da über den Friedhof und nach oben. Dann müssen wir hier lang. Wir müssen es wieder rüberziehen und zum Dorf rüber. Habe jetzt keinen Bock auf euch. Oh, Leute. Ja, danke schön. Sollte mal wieder speichern, fällt mir gerade ein. Das werde ich auch jetzt tun. Dann machen wir natürlich direkt auf die 1. Kann ja wohl nicht Sparschwein. Na komm her, du. So. Na nett. Doch, Kristalle können wir gebrauchen, wenn wir hier Zeug kaufen sollen. Nö. Wir waren noch nicht richtig. Ja, mach's tot. Mach's doch mal tot, Mann. Wo ist denn das Problem? Weil
Blauer Trank, also so, blauer Trank war glaube ich für beides, oder? Oh, wo ging es denn jetzt rüber? Oh, will ich mich verkohlen? Das war doch hier unten irgendwo. Das war doch hier unten auf der, hier, ja. Genau. Ja. Wir flitzen natürlich durch. Uns hält nichts auf. So, Herzchen brauche ich zwar nicht. Diesmal nicht. Ja. Da sind wir jetzt im Dorf. So, wir sollen zur verfallenen Schmiede gehen. Wo ist die? Hier unten war so eine verfallene Bude, oder? Wir sind aber schon noch in der Schattenwelt, ja? Oh, hau ab! Sind die Dinger überhaupt tot? So, das Ding hier. Was ist das denn? Und hier steht auch ein Schildchen. Verbannen. Kein Zutritt ohne rote Rubine. In östliche Richtung, um zur verfallenen Schmiede zu gelangen. Die sich dort befindet, Truhe wird euch nun verfolgen. Lasst sie euch in die Lichtwelt bis zum Eingang der Wüste folgen. Das dort befindet Meisterdieb wird ihr. Oh mein Gott. So, was ist jetzt hier die Schmiede? Das einzige verfallene Haus, was ich hier habe, ist das Ding. Hier ist keine Truhe. Ab du. Oder das Ding hier. Ja, hopp. Ist aber auch keine Truhe. Dorf der Diebe. Das ist ja das Dorf der Diebe. In östliche Richtung haben die geschrieben. Oh, Mensch. Blöde Sau. Östliche Richtung. Etwa dort drüben die Hütte? Warte mal. Da unten. Muss noch weiter höher gehen, oder? Ihr werdet bitte nichts tun, oder etwa doch? Na aber. Jetzt hättest du mir für ein paar Sekunden ganz kurz ein wenig Angst gemacht. Ja.
Es müsste ja rein theoretischerweise hier runter irre sein. Andere Hütte. Aber die wird's nicht sein, oder? Nee. Kommen wir hier überhaupt rein? Sieht nicht so aus. Das Ding ist dicht. Okay. Was könnte es noch sein? Wo könnte die noch sein? Da oben? Nee. Da unten höchstens das Ding. Und noch weiter hier drüben? Das ist ja, wir müssten nur wieder ins Dorf zurück. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Oder das da oben? Verfallen? Nö. Ey! Blödmann. Blödmann bin ich, weil ich jetzt schon wieder hier sinnlos suche. Östliche Richtung. Um zur verfallenen Schmiede zu kommen, auf der Diebe. Ja. Hier kriege ich wieder Herzchen, wenn ich keine brauche. Nee. Wie komme ich hier wieder hoch? Hier lang? Jo. Wir sollen hier in östliche Richtung kommen. Gehen. Auch in etwa das Häuschen da drüben, was eigentlich, naja, mein Häuschen ist. Wie kommen wir dorthin? Ui, das war eng. Ja. So, kommen wir jetzt zu der Hütte da? Naja, wir müssen weiter rechts. Nee. Sieht nicht so aus. Ui, nö. Ah, okay. Nein. Ui. Das war aber knapp. Was bist du denn für einer? Ach so, von dir kann ich Bomben kaufen oder was? Oder warte. Bevor ich jetzt irgendwie wegrenne und der hat noch was Interessantes für mich. Bomben. Ja, ja, komm. Ja. Dann ab zurück zum Dorf. Zum Dorf. War das jetzt hier hoch? Nee, runter. Runter. Und da hinein. Da entlang. Da entlang. Ja, ja, hopp. Blödes Mistvieh. Dort befindliche Truhe. Was ist das hier? Achso, nö. Hau ab. Das mit der Truhe, mit dieser verfolgenden Truhe, das kenne ich überhaupt noch nicht. Das werde ich wahrscheinlich noch offen haben hier.
Och Mensch. Guck an. Ja, hier ist aber keine Truhe. Wenn das diese verfallene Schmiede sein soll. Keine Ahnung. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. Das sind eigentlich die drei einzigsten verfallenen Gebäude, die wir hier haben. Was ist das hier? Heute war ich doch schon. Keine Ahnung. Das ist das Ding hier unten, ja. Drüben waren wir. In östliche Richtung, wenn das hier drüben, ich meine, dort waren sie doch auch gerade. Ja, lass mir Ruhe. Jetzt auch nichts. Warte. Im Hylia-See ist es der dort unten, schwimmt ja nach Nordosten. Ihr werdet bei seinem Zelt liegenden einen Einwohner finden, der euch eine Flasche schenkt. Bild mir ein, das haben wir. Begebt euch südlich von Kakariko. So, das machen wir aber nächste Folge. Und damit würde ich hier tatsächlich mal speichern. Wo hatte ich das gespeichert? Deins. So, damit Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Damit danke und tschüss.